Heute vor 15 Jahren gab es einen wirklich wegweisenden Beschluss im Deutschen Bundestag, nämlich die Rehabilitierung der sogenannten Kriegsverräter. Sie wissen alle, die Debatten der letzten 60 Jahre über die Rolle der Wehrmacht, über den NS-Justizapparat waren heftige Debatten. Was damals Recht war, könne heute nicht Unrecht sein. Das ist heute das Ende von diesem Denken und das freut mich, dass dort alle Fraktionen dem zustimmen werden. Denn das waren die kleinen, einfachen Soldaten, die widerständig gewesen sind, die Kriegsgefangenen ein Stück Brot zugesteckt haben. Das waren diese kleinen, einfachen Soldaten, die den Sinn des Krieges in Frage gestellt haben, die sich kritisch zu Hitler und der Barbarei in ihren Tagebüchern geäußert haben. All diese Leute wurden zu Tausenden hingerichtet aufgrund der Bestimmung im Militärstrafgesetzbuch der sogenannten Kriegsverratsparagraphen. Dass wir das erreichen konnten, dass diese Leute nicht mehr kriminell waren, dass wir das Zeichen setzen konnten, der Bundestag anerkennt, dass das gute Taten gewesen sind, das ist einer der größten Erfolge, die ich in meinem politischen Leben jemals erreicht habe und da bin ich auch schon ganz schön stolz drauf. Fritz Bauer, der hessische Generalstaatsanwalt, hat damals zu den Verunglimpfungen gegen die Widerständler des 20. Juli, die wir hier heute immer wieder jedes Jahr ehren, Folgendes gesagt: Ein Unrechtsstaat wie das Dritte Reich ist überhaupt nicht hochverratsfähig. Das war erst 2009 und wenn man diese Urteile sieht, die NS-Militärjustiz hat 30.000 Todesurteile ausgesprochen und fast 25.000 davon vollstreckt. Also eine barbarische Mörderjustiz. Und diese sogenannten Kriegsverräter sind bis 2009 vorbestraft gewesen. Also diese Urteile wurden nicht aufgehoben und ich habe mich damals mit meinem Freund und meinem Mitarbeiter Dominik Heilig, der wirklich vor vielen Jahren viel, viel zu früh gestorben ist, haben wir uns dran gemacht, haben gesagt, diese Ungerechtigkeit, das ist ja unfassbar, wollen wir beseitigen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben versucht, Bündnispartner zu finden. Wir haben einen Gesetzentwurf zur Rehabilitierung der Kriegsverräter geschrieben und ganz zentral ist gewesen, und das ist auch eine der größten, ja, bin ich immer noch gerührt und eine der größten Ehre, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, das war Ludwig Baumann, einer der damals noch letzten lebenden Deserteure, der zum Tode verurteilt worden ist, dem Tod entkommen ist, und mit dem haben wir zusammen gekämpft. Und das ging über fast 3,5 Jahre. Wir haben Anhörungen gemacht, wir haben Aktionen gemacht, wir haben Pressehintergrundgespräche gemacht. Wir hatten dann die skurrile Situation, dass selbst Joachim Gauck, der bekanntermaßen jetzt kein Freund der Linken ist, sich irgendwann öffentlich äußerte und sagt, hör zu, die Linke, Jan Korte, die haben Recht in dieser Frage, das kann so nicht bleiben. Und schließlich war es dann 2009 vor den Bundestagswahlen, ich glaube eine der letzten Sitzungswoche der Wahlperiode soweit, dass der Bundestag einstimmig die Aufhebung dieser NS-Unrechtsurteile beschlossen hat. Der Gesetzentwurf ist damit in dritter Beratung ebenfalls mit den Stimmen des ganzen Hauses angenommen. Wenn man sich heute die Wahlergebnisse der Faschisten anguckt, in Thüringen, in Sachsen oder auch anderswo, dann kann man daran erkennen, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte nicht enden kann. Dass es immer wieder Auseinandersetzung, Erinnerung braucht, damit man auch einen eigenen Kompass im Kopf hat, wohin es nie wieder zurückgehen darf. Denn das ist das Gebot aller Politik und vor allem auch aller linken Politik, dass sich Auschwitz nie wiederholen darf.